Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und ja, also eigentlich, ne, müssten wir ja zu diesem Udom Bedford. Aber ich will da irgendwie noch nicht so richtig hin, weil ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir jetzt zu Udom gehen. Und ich meine, wir haben jetzt so von Jesse dieses eine, hey, Kollege, du wolltest ziemlich illegale Dinge machen. Das wäre schon so ein guter Handgriff. Wenn wir es jetzt aber schaffen, hier eventuell Junlei dabei zu helfen, das Schiff hier wieder in Gang zu kriegen. Und das vielleicht auch noch kostenlos, weil das ist ja alles, was Vorstandsleute interessiert. Dann haben wir vielleicht nochmal einen besseren Standpunkt, um ihn zu überzeugen, uns in Ruhe zu lassen. Deswegen versuche ich, die Sachen jetzt erst zu machen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt zuerst zu Udom gehen, können wir die anderen Quests immer noch machen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt abbrechen würde oder sowas. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, dass wir dadurch einfach bessere Chancen haben. Hacken 25, Nachrichtenadministratorzugriff. Okay. Anfreie Gruppe betreff Groundbreaker-Treffen. Alles klar, an Wildkatze-Gruppe. Auch wenn unser letztes Treffen auf der Groundbreaker schon fast 20 Jahre her ist, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang nochmals zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders, aber manche von uns sind jetzt Fernflieger. Einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachricht nicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einladung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfesten und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt frei, Schaffende. Space Cat? Kann das sein? Naja, wegen Wildkatze würde passen, ne? Space Cat? Egal. IS Megafrachter-Kollektiv. Megafrachter-Rechte. Hey Leute! Nach meiner Dash-Korva-Rundtour bin ich gerade wieder aufgetaut. Zwei Jahre hin, zwei Jahre zurück. Ihr könnt euch sicher meine Verwunderung vorstellen, als ich per Funk von der Groundbreaker-Crew mitgeteilt bekam, dass ich das Andocken verzögern würde. Aus einer Stunde wurden fünf. Und daraus dann Tage. Am Ende mussten wir eine ganze gottverdammte Woche auf diesem verfickten Schrotteimer verbringen, bevor wir endlich andocken durften. Und weil wir die ganze Zeit natürlich nur Däumchen drehen konnten, wurde keiner von uns bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe laufende Kosten. Ich habe eine Familie, die ich viel zu selten sehe, und verdammt hohe Schulden. Auch wenn ich nicht arbeite, muss ich meine Zahlungen trotzdem leisten. Klingt das für euch etwa fair? Haben wir Mega-Frachterarbeiter denn keine Rechte? Wir sollten was dagegen tun. Wer mir zustimmt, schickt mir bitte eine Nachricht. Ich antworte dann, wenn ich wieder von Gen San zurück bin. Also in 3 Jahren ungefähr. Eis mein Ende. Hör auf zu suchen, sonst passiert was. Okay, öffentliche Ankündigung. Nahrungsmittelsituation. Ich möchte diejenigen von euch beruhigen, die Bedenken hinsichtlich der Qualität der Viktualien auf der Groundbreaker geäußert haben. Ja, mir ist bewusst, dass es auf der Promenade stinkt. Unsere Vorfahren haben es nicht so weit gebracht, weil sie sich nur von Spreadwurst und Wurst ernähren konnten. Aber so sieht nun mal die Realität hier aus. Wenn man es pökeln, in Dosen packen oder in einen Darm oder Magen stopfen kann, dann nennen wir es Essen. Da sind wir jetzt nicht so wählerisch. Wer im Weltraum lebt, der nimmt, was er kriegen kann. Und wir kriegen nun mal nur muffiges Fleisch, eine Menge Salz und 11 verschiedene Sorten Senf. Als ich das letzte Mal gezählt habe, zumindest. Versucht das Beste draus zu machen, okay? Junlei. Schiff beschlagnahmt. Es folgt eine allgemeine Bekanntmachung zu unseren Beschlagnahmungsrichtlinien.
Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ihre Botschaft befindet sich in dem protzigen Gebäude gegenüber der Sublight-Lagerhalle. Schickt alle Fragen, ausstehenden Gebühren und Hassbriefe bitte dorthin. Vor allem aber die Hassbriefe. Wenn die Groundbreaker euer Schiff beschlagnahmt hat, dann zahlt die verdammten Gebühren und lasst meine Leute in Ruhe. Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr in Hälschen rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde. So lange musste ich noch nie warten, um wieder auf einen Frachter zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltenen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden. Und selbst die kürzeren Frachtrouten zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenweltenrouten. Falls jemand also irgendwelche Infos über anstehende Arbeit hat, postet sie bitte hier. Vom Glück verlassen. Hey, also das ist meine Geschichte. Mein Schiff war in verdammt schlechtem Zustand, konnte mich gerade noch so zur Groundbreaker schleppen. Wir konnten weder den Treibstoff noch die Reparaturgebühren, die Andockgebühren oder die Gebühren für das Nichtzahlen der anderen Gebühren bezahlen, weshalb ich hier jetzt wohl festsitze. Dann haben sie mir mein Schiff weggenommen und es an Schrotthändler verkauft. Jetzt ist meine Kreditbewertung natürlich am Arsch und kein Konzernfrachter will mich anstellen. Ich hoffe, dass es da draußen einen guten Samariter gibt, der mir eine Koje und Arbeit anbieten kann. Danke fürs Lesen. Diese Nachricht wurde in den letzten 632 Tagen 56 Mal veröffentlicht. Ja gut. Schade. Aber habt ihr das gesehen? Die eine Nachricht, die konnten wir dann am Ende nicht mehr aufmachen. Auch solche Details finde ich halt echt cool. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back! I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardets would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a day to go off anyway. Yeah, echt mal. Have you seen this man? Reward offers for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local Nie gesehen. Tut mir leid, nie gesehen den Menschen. Auntie's Kitchen. Oh. Ach doch cool. Even the air costs money here. Ja, schon gemerkt. Auntie greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Bist du nicht einfach nur ein besserer Verkaufsautomat? This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Lass mich mal sehen, vielleicht kann ich es ja reparieren, komm. Shock simulation restored. Initiating shock subroutine. How dare you? Shock subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. Ja, zeig mal her. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Ich liebe diesen Humor. Warum kann ich hier nicht rein? Also, nicht hinter. Easy. Aber wirklich. Alter. Diese Hitzewabernden. Eieieiei. Leute, ihr wartet mal hier draußen.
Kann das sein, dass hier hinten vielleicht irgendjemand entweder einen Hitzeschlag oder eine Gasvergiftung erlitten hat oder so? Arbeiterin bei Auntie Cleo. Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Irgendwas explodiert oder so? Gute Frage. Was ist das hier? Auntie Cleo Wartungshandbuch für Gastronomie-Robotereinheiten. Warnung, bitte folge allen empfohlenen Sicherheitsprotokollen, bevor du deine Einheit reinigst oder wartest. ACSR F900 ist mit Antimanipulationssubsystemen ausgestattet, die einen Selbstverteidigungsmechanismus in dem Essenszubereitungsmodul auslösen können. Manipulationsschutz übersteigt dabei alle Pazifismusdirektiven. Ja, da hat sich also jemand nicht ordentlich verhalten, nicht alles richtig gemacht, das Handbuch nicht gelesen und ist dann einfach gekillt worden. Bitte denke auch daran, alle Schneid-, Würfel-, Häcksel-, Filetier-, Hack-, Zerlegungs- und Weichklopfinstrumente zu entfernen, bevor du Serviceklappen öffnest. Es ist extrem wichtig, dass... Der Rest des Handbuchs ist aufgrund von Blutflecken unleserlich. Wie kommt das denn? So, kann ich das hier nehmen oder wäre ich gesehen? Alles klar. Hab's verstanden. Gut, wird also nix. Ja, dann lassen wir die halt dann. So. Alles gut. Okay, Groundbreaker Promenade. Hä, wir sind doch schon die ganze Zeit bei den Promenaden. Hab ich was verpasst? Okay, da ist Jun Lei. Da müssen wir da natürlich auch mal hin. Groundbreaker may be a leaky piece of shit, but she's our leaky piece of shit. Ja. Das ist okay, das kann ich nachvollziehen. Ike's Armory. Aha. Ja, gar nichts. So, kannst du von der Frachtercrew mal bitte gehen? Das wäre mir total lieb. Sublight. Ja, da müssen wir, glaube ich, auch mal noch irgendwann rein. So, guck mal, Edel. Was ist los? I've got a fresh ground batch of Spratwurst cooking. Ah, klasse. They're air-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Was genau ist denn Spratwurst? You know what sprats are? Ja. Space rats. Ja. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Was bedeutet denn Terra gebraten, bitte? Terra frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Ist die Spratwurst etwa deine Erfindung? Legally? No. The Terra frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me and this grinder? I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. It might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&Ding our own special meat. Okay, ich verstehe. Ist Spratwurst so etwas wie Borstwurst? Die habe ich schon öfters mal gesehen. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P.
Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Okay, danke. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Ja, klar, farm fresh. Ja, ja, ja. From farm to table. Long as you don't mind me grinding spratwurst while we talk. Ach, little things don't make themselves chewy. At least not yet. I'm sure modern science will find a way. Just as well. Zeig mal, was hast du denn? Fresh from the grinder, any hour. Gut, alles klar. Ich mag das halt hier so. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Ja. Need some armor. Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. Ja, klar. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel boarders, but don't want to risk a bullet through the hull. Gehörst du etwa auch zu den Spacern? Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Ja, erzähl mal mehr. I was born in the corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Okay, cool. Erzähl mir mal über deine Waren. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Auch das kann ja nicht sein. Du hast gesagt, das sind Gebrauchte. Kann ja nicht frisch aus der Schmiede sein. Naja, Standard-Soldatenhelm, okay. Das ist halt auch... 26er Rüstung ist natürlich schon nice. 24er. Ausweichen und Tarnung. Aha, was haben wir hier? Hecken. Brook und Olsen. Aha. Mark 7 Kopfschutz. Bergbauhelm Stufe 1 mit Lampe. Ja, die haben wir schon häufiger mal gesehen. Das gute Ding. Das ist nämlich einer ohne Lampe. Das ist wichtig. So, was haben wir hier? Okay. Gut. Ja. Ach, jetzt gehst du. Das ist aber schön. Der Edel hat's gesehen. Ich hab's mir schon fast. Das war meine Befürchtung, dass die mich sieht, aber na, ich. Ach, Mensch. Geduckt geht's, weil dann wieder die. Ne, das Ding in der. Im Weg ist, aber. Aufgestanden ist natürlich anders. Mal sehen, ob das klappt. Wenn es nicht klappt, ist egal. Hat geklappt. Sehr gut. So, da hinten haben wir die Junlei, ne? Dann. Zeit, dass wir mal zu dir gehen, ne? I'd spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn though. Scandal has rocked the league and thrown this. So. Was knacken? Impressive as always. Sure.
Tut mir leid, Junlei, aber du hast ja genug. Ihr seid ja hier auf einem freien Frachter, da kriegt man ja immer genug Zeug. Ne? Ist ja jetzt nicht schlimm. Hi! Tägliche Checkliste. Kühlkörpertemperatur, Rohrüberlauf, Lebenshaltungssysteme, Mannschaftsmoral, wichtig. Geplante Aufenthalte, Checklistenwartung, Zähne putzen. Du schaffst das, Junlei. Oh, das ist so relatable. Persönliche Dateien. Hintere Buchten. Mehr Beschwerden über den Zustand der Andockstation. Ich habe den Mardets schon mehrmals gesagt, dass sie McRed und seine Banditenbande von dort vertreiben dürfen. Sie sind so damit beschäftigt, Haftbefehle und Rechtfertigungen in Papierform zu bekommen, dass jemand anders alle ihre Probleme inoffiziell lösen soll. Tut mir leid, Jungs, nicht meine Aufgabe. Status der Promenade. Seit Martin Callahan hier aufgetaucht ist, ist die Moral um 18% gesunken. Muss an der verdammten Maske liegen. Noch eine Wanze im Büro gefunden. Das Ding war so groß wie ein Wurfball und das Kabel hat direkt zu Sublight zurückgeführt. Sehr subtil. Wie immer, Lilia. Hätte schwören können, der Roboterkoch kam zusammen mit einem Konzerntechniker hier an. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass der Typ die Station je wieder verlassen hat. Muss ich mir mal genauer ansehen. Ja, da kann ich dir vielleicht das ein oder andere dazu sagen. Spread-Plage bei Rest and Go läuft langsam aus dem Ruder. Wehe, wenn Edel die kleinen Mistviecher wieder züchtet. Ich schwöre beim Gesetz, dass ich ihren Stand dann aus der Luftschleuse werfe. Verstehe ich. Bedford an... von Bedford. Liebe Dame. Oder muss ich erst... Ich mache mal zuerst das hier. An Bedford. Der Vorstand hat meinen Antrag auf neue Kühlkörperteile abgelehnt. Mal wieder. Selbst nachdem ich ihnen die Sache mit gezielten Spendengeldern schmackhaft gemacht hatte. Was aber komisch war, ist Folgendes. Als ich meine Administratorprivilegien genutzt habe, um den ausgehenden Funkverkehr zu überwachen, ist mir dein Büro ins Auge gefallen. Du hast deine Worte mit Bedacht gewählt, aber da war ein interessanter Satz im Transkript. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Und jetzt stehe ich ohne Kühlkörperteile da. Du spielst mit unserem Leben. Haben sie dich auf mein Schiff geschickt, nur um mich zur Weißglut zu bringen, oder machst du das aus Spaß? Liebe Dame, die Implikationen deiner Anschuldigung rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstandes ist schließlich dafür da, zwischen wichtigen Parteien wie dir und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über die Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des Entgegenkommens werden stets gewürdigt. Oder am Bedford, zertifizierter Ermittler, Vermittler sogar. Nicht nur er, sondern fair. So wie das fair, so es geschah. Die moderne Stahlzange? Was ist denn das? Muss ja irgendein Buch sein, ne? Erweitere deinen Horizont mit etwas leichtem Lesestoff. Könnte sich gut in einem der Crewräume der Unreliable machen. Kann man es vielleicht Parvati geben? You mind if I ask you a question? Like a personal one? Nee, hau raus. Was ist los? Worüber willst du denn wissen? Reden. Is it true what you said? About being on the Hope? Ja. Nee, denkst du wirklich, jemand würde einfach so in den Kaff reinmarschieren? Wenn ich ja sagen würde, würdest du mir das dann glauben? Es stimmt, ich bin erst kurz vor meiner Ankunft in Edgewater aufgewacht. Wenn ich ja sagen würde, würdest du mir dann glauben? I don't rightly know. I haven't figured if you're the sort who'd make up stories. Not yet, anyhow. Well, welcome to Halcyon. I'm Parvati Holcomb. Parvati Holcomb, which you already knew. Okay, I'm bad at this. Ich bin Kraftdom und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, was ich mache. Story of my life? Ach, du machst das gut. Ist schön, gleich auf jemanden zu treffen, der so nett ist. Ja, das stimmt.
Vergiss es einfach, erledigen wir einfach den Job, damit ich von hier verschwinden kann. Nein, nein, nein. Es ist schön, jemanden zu treffen, der so nett ist. It's hard, huh? Not knowing anybody, not being sure what's expected or how people are judging you. Yep. But you got me now. I'm sure I can help you out. We can do this. Yay us. Yay us. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. So, hey, Junlei. Junlei Tenshin. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Nein, Wellbreaker doesn't see many visitors. Cooles Schiff, was du da hast, Chief. Cooles Schiff. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Marditz, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Hope so too. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Ich versuche, keine Schlägereien anzuzetteln, aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Salutieren? Natürlich nicht, Chief! Nein, nein, nein. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Good. Don't go making trouble. And chances are, you won't find any. That's how I like it here. Mm-hmm. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10, the answer is just passing through. Bin nur auf der Durchreise. Nein. Wenn ich mein Schiff wieder habe, geht's nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the Promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome aboard. Die meisten sind Vorstandsspione und Konzernratten. Da vertraut man Fremden nicht leicht. Aber du wirkst anders. Also willkommen an Bord. Okay. Du hast nicht so noch nicht viel Vertrauen zum Vorstand. Wie ist es so, das Kommando über dieses Schiff zu haben? Ist ein bisschen warm hier. Ne? Was ist denn los? Ich hoffe, dass ich jetzt nichts falsch mache, aber wir haben ja, glaube ich, gespeichert. Wie ist es denn, das Schiff zu kommandieren? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Ist das Schiff ein Familienunternehmen? Das wissen wir ja schon, genau. Bist du nicht ein bisschen jung, um einen Nachfolger auszubilden? Und unsere Parvati könnte dir zur Hand gehen. Ich weiß halt nicht immer, wann das die richtige Antwort ist, weil manchmal will ich einfach Fragen stellen, um ein bisschen mehr zu wissen oder zu erfahren und möchte dann trotzdem so diese Antwort hier zum Beispiel geben oder davor die Antwort geben, hey Parvati, wolltest du nicht mit Junlei reden? Ich weiß aber nicht, wann das hier weitergeht und wann nicht. Also, da hätte ich das ganz gerne, wie sie es bei Witcher gemacht haben, dass das zwei unterschiedliche Farben sind und du genau weißt, hey, wenn ich die eine Antwort wähle, dann bleibt das dabei, dann komme ich auf jeden Fall zu den anderen Antworten wieder zurück. Und wenn ich jetzt die andere Farbe nehme, dann weiß ich, dass das Gespräch weitergeht auf jeden Fall, im Sinne von, ich komme hier nicht mehr wieder zurück. Zu sagen. Das war immer ziemlich cool. Ich versuch's mal. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Ist das Schiff ein Familienunternehmen? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayen, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer.
Ach, Mist. War das eine große Veränderung für dich, das Kommando zu übernehmen? Mein Beinleid schon, nee, das waren bestimmt große Fußstapfen, die du da treten musstest. Mach mal das Beileid. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Wo ist der Selbstzerstörungsmechanismus? Das ist eine lustige Frage. Komm. I hope that was a joke, Captain. I really do. Ja, I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Cool. Also hier, Parvati könnte dir doch zur Hand gehen. Oh gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Okay. Nochmal zu meinen anderen Fragen. You've got my attention. Ist ein bisschen warm hier, ne? Was ist los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Deine fähigen Mitarbeiter können das Problem doch sicher beheben. My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Okay. Alle viel Erfolg, ne? Wir sehen uns. Nur der Vorstand hat Zugriff auf Neuteile, aber ich lasse mich nicht von ihnen übers Ohr hauen. Gibt es denn keinen Spielraum für Kompromisse? Der Vorstand will doch sicher nicht, dass die Groundbreaker verglüht. Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Gibt es keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. Nee, the board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert und meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Woher weißt du, dass die Teile dort sind? Aber die Sache hat doch einen Haken, richtig? Ja, hat's auf jeden Fall, weil da nämlich dieser MacRat drin ist. Aber dann können wir den einfach killen und dann haben wir durchs Kopfgeld. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Hast du schon mal jemanden losgeschickt, um die Teile von dort zu holen? Können wir nicht mit den Leuten da unten ausdiskutieren? Teile gibt's nur da. Hast du schon mal losgeschickt, jemanden? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. Ach, scheiße. I can't afford to lose any Mardits on this job. Ja, ist klar. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Ja, ja, ja. Du, mach dir mal keinen Kopf. Warum sitzt... Eine vulgäre mit beiden Händen. Eine vulgäre Geste mit beiden Händen machen. Natürlich nicht. Nein, schon okay. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Immer. Immer. Die Teile gibt's nur da? You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth. And the board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. Ja, okay. Das klingt nie nach Verhandlungen, sondern eher nach einem bürokratischen Coup. Yep, ja. Damn right. And while I'm captain of the Groundbreaker, it falls to me to preserve this ship's independence. Jo, ich hol es dir. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Auf geht's.
We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Warte mal, warum habe ich jetzt nochmal? Mach Parvati mit Junday Tennyson bekannt. Ja, aber schon, ja, dann sprech nochmal. The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. Hier, da, ihr wolltet doch reden. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Parvati anstupsen, fortzufahren. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Du darfst dir ruhig freinehmen, wenn ihr eure Aufzeichnung persönlich vergleichen wollt, Parvati. Ich mach das mal. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Oh, was das süß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Nein, nein, alles gut, alles gut. Du hast nicht viel sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand, oder? You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Wie schaffst du es, den Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. Ja. I'd like to see that change. Das glaube ich. You've got my attention. So. Und damit holen wir nämlich da. Wahres Glück ist ein warmes Raumschiff. Okay. Ja, und damit holen wir uns nämlich jetzt als nächstes mal diese Teile. Na, da kümmern wir uns mal drum. Aber ja, wahrscheinlich machen wir das erst in der nächsten Folge. Na, und dann skillen wir jetzt in der Pause mal ein kleines bisschen. Mal sehen. Vielleicht laufe ich hier unten mal noch ein bisschen rum. Mal sehen, was es da vielleicht so gibt. Das ein oder andere. Ihr wisst ja, ne? Man kann ja nie und so. Ja, also dann. Wir werden uns hier hinten mal kurz umsehen. Wahrscheinlich. Ich bin wieder schlimm. Also, in der nächsten Folge sehen wir uns hier hinten ein bisschen um. Mal gucken, was es da so gibt. Das ist eh versiegelt. Ja, und hier gibt es eh nicht so viel. Private Taylor! Hey, den kennen wir doch. Gut, dann reden wir mal noch ein kleines bisschen mit den Leuten hier vielleicht. Mit den ein oder anderen. Zumindest die vielleicht einen Namen haben. Vielleicht können die uns ein bisschen was erzählen. Bis dann. Macht's gut. Cheerio. Ciao.